Fußball spielen auf dem Schulhof. Für sie ganz normal, aber für das Wormser Rudi-Stefan-Gymnasium sind diese Fußballtore etwas ganz Besonderes. Denn die heutige Klasse 10a hat 2018 beim Weltdiabetestag mit ihrem Projekt gewonnen und das Geld wieder investiert, nämlich in diese Fußballtore. Die Klasse 10a hat damals beschlossen, sie untersucht, welche Ernährungsweise vielleicht bei Diabetes oder zur Vorbeugung gegen Diabetes die gesündeste oder ist oder gesünder als andere. Das Projekt Diabetes hat überzeugt. 700 Euro Preisgeld hat die Klasse dafür abgeräumt. Die Mitschüler sind begeistert über die neuen Spielgeräte. Ich finde es echt toll. Man kann auch in den Pausen hier, es macht auch immer Spaß, in den Pausen hier zu spielen. Ja. In den Pausen und auch nachmittags kann hier jetzt gekickt werden. Mehr Bewegung für die Schüler und das alles dank der Investition der Gewinnerklasse. Die Idee dazu kommt von der Klasse selbst. Ernährung und Bewegung sind die zwei Säulen bei der Diabetesbekämpfung. Und somit war dann auch die Idee geboren, dass wir das Projekt darauf aufbauen. Dann haben wir uns erstmal angeguckt, was gibt es für Ernährungsweisen. 4 Wochen lang ernähren sich die Schüler in 3 Gruppen ganz unterschiedlich. Die einen vegetarisch, andere vegan und die 3. Gruppe mit Fleisch. Für ihre Idee lassen sie sich in dieser Zeit von den Schulsanitätern regelmäßig die Blutzuckerwerte messen, um zu ermitteln, welche Form der Ernährung bei Diabetes bzw. zur Vorbeugung die gesündere ist. Das Ergebnis, das Projekt Diabetes hat den Schülern gezeigt, dass die Krankheit sehr zeitaufwendig ist. Also ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass es sehr anstrengend sein kann, wenn man Diabetiker ist, dass man sehr viel Zeit aufwenden muss, um immer genau alles einzutragen, seine Messwerte und dass man halt immer vor und nach dem Essen messen muss und dann auch noch aufschreiben, was man isst. Ich habe festgestellt, dass viele Sachen, wo ich dachte, da wäre nicht zu viel Zucker drin, habe ich halt festgestellt, dass da schon sehr viel Zucker drin ist und auch mein Wert dann dementsprechend hoch war. Und auch an Tagen, wo ich jetzt Sport gemacht habe, hat sich der Wert auch dementsprechend halt verändert. Die Klasse 10a hat etwas dazugelernt und die Schule ist stolz und dankbar, diese Tore dazu gewonnen zu haben. Ein Gewinn für beide.